fast 9 Monate ist nun nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch ist die Zeit vergangen, seit Mai 2013. Nun ist er endlich wieder bei uns. Unser Roje, unser Rotschopf, herzlich willkommen hier. Welcome back, Ken Lehmanns. Guten Abend. Ja, ich habe ja Insider-Infos bekommen gleich zu Anfang. Und wenn du etwas von Ken Lehmanns erfahren willst, dann brauchst du nicht mit Alkohol probieren, du brauchst auch keine Drogen probieren, das nützt alles nichts. Pommes. Pommes. Und wenn du seine Zunge lockern willst, dann musst du belgische Trüffel auspacken. Ist das Sehr gut, richtig? sehr Ja? gut. Also das stimmt schon mal. Die Ja, kann ich das dann. stimmt. Gut, werde ich Ein dann. Punkt. Ein Punkt. Wir können die Sendung dann abbrechen. Ja, werde ich dann also nebenbei gleich auspacken. Aber Ken, 82. Spielminute, Spiel gegen Offenbach. Und ich habe dich noch so im Augenwinkel, wie du wie ein ICE in unseren Strafraum ranrauscht. Und dann, ja, hast du die nächsten Sekunden und Minuten noch vor deinem geistigen Auge oder ist das alles wie ein schwarzes Loch? Schwarzes Loch nicht, aber ganz genau, wie das weitergelaufen ist, weiß ich nicht mehr und will ich mich auch nicht mehr an erinnern, solange wie ich Fußball spiele. Aber ich weiß nur noch, dass ich aufstehen wollte und dann habe ich gesehen, dass eigentlich mein Unterschenkel 90 Grad auf mein Knie gestanden hat. Also das war nicht ganz okay. Und dann sind die Ärzte gekommen. Oder die Ärzte, Rote Kreuz. Und dann bin ich noch vom Liga gefallen. Das weiß ich auch noch. Dem Augenblick, Das hat alles gepasst. als der junge Mann das da angehoben hat und die eine Seite mit der Hand losgelassen hat, bist du Ja, noch runter. ich bin auch so schwer. Hast du in dem Augenblick den Schmerz gespürt oder bist du noch Ja. so voll Adrenalin, dass du es gar Nee, nicht nee, merkst? nee, nee. Ich glaube, die ersten 5 bis 10 Sekunden habe ich die Schmerzen nicht gespürt und dann. Wenn ich das gesehen habe, was passiert, dann fängt das an zu brennen und eigentlich wollte ich nur Eis oder Kälte oder Wasser oder so auf das Bein, aber ja, das ist vom die Innenseite, dass alles blutet und also war richtig schmerzhaft. Dann bin ich in den Krankenwagen gegangen und ich glaube, meine Frau ist noch nie so schnell nach unten gekommen. Die war schon da, bevor ich ins Krankenwagen gewesen bin. Und dann habe ich Morphium gekriegt. Und ja, das ist Wolltest super. weiterspielen. Das muss ich sagen, das ist ganz super. Guckt man sein Bein an und. Ja, dann war alles egal, alles okay. Okay, du wurdest ja dann operiert und ich habe gelesen, du hast einen 20 cm langen, 34. 34 cm Ja, lange langen Beine. Titan. So einen langen Nagel Ja. hast du ins Bein gekriegt. Ist der immer noch drin? Ja. Und 1, 2, 3, 4 Schrauben noch. Ein Nagel, 4 Schrauben. Das heißt, dieses Bein kann nie wieder brechen. Nee. Nee. Zum Glück. Boah, das ist ja wirklich, wirklich Nur noch enorm. biegen. Ne? Nur biegen. Wie alt war dein Sohn? Als Damals, wenn das passiert, Nee, jetzt? jetzt 2,5. 2,5, weil ich habe gehört, als du angefangen hast mit der Reha, hast du immer das Laufduell gegen ihn verloren, gegen einen 2,5-Jährigen. Ja, damals war er 2 Jahre alt Ja, und und er ist war schneller schon gelaufen viel als du. schneller wie sein Vater. Also Ist das deprimierend. ja, nicht deprimierend, das ist gut für die Zukunft. Also, du meinst, weil er so Weil schnell diese war? Schnelligkeit Ja. hat mich immer gefehlt in meiner Karriere. Also wenn mein Sohn schon schneller ist als wie ich, dann Mit ich glaube, zwei. hat er eine gute Karriere vor sich. Okay, gut. Hast du in der Zeit eigentlich immer daran geglaubt, dass du wieder zurückkommst, oder hast du auch schon Zweifel gehabt, dass das nicht mehr klappen könnte? Die ersten Tage oder Woche habe ich Zweifel gehabt, dass es überhaupt noch klappen soll. Und dann bin ich runtergefahren nach Holland erst. Habe ich da 2 Monate von meiner Reha gemacht und ja, ich konnte diese Physio aus Holland sehr gut und er hat gesagt, ja, ich habe schon so viele Leute gehabt, Sportler gehabt, die solche Verletzungen gehabt haben und die spielen alle wieder entweder Fußball oder Fahrradfahren oder also ihre Sporte. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann geht es bei mir auch gut. Vielleicht hat er es auch nur so gesagt, um dir Mut zu machen, ja?
Vielleicht, aber dann hat's geklappt. Nun bist du ja wieder hundertprozentig fit. Ja. Und Problem ist ja dann für dich, die Stammplätze sind besetzt. Ja. Bist du jetzt so ein Typ wie Dennis dann so weidlich, der sagt, mir ist egal, wo ich spiele, Hauptsache ich kann Fußball spielen, oder möchtest du schon eigentlich gerne wieder ins defensive Mittelfeld zurück? Ja, defensive Mittelfeld oder die defensive Reihe. Also, Trainer muss mich auch nicht in die Spitze setzen. Also, defensive Positionen, da kann ich spielen, da habe ich früher auch gespielt. Und ja, ich habe es vorher gesagt, wenn ich noch meine Verletzung gehabt habe, die Plätze sind gut besetzt, aber man sieht es mit entweder Sperre oder Verletzungen, kriegt jeder seine Chance und dann musst du deine Chance benutzen und zeigen an der Trainer, dass du entweder besser bist oder eine gute Guter. Alternative für diese Position. Früher, du hast defensives Mittelfeld, du hast Innenverteidigung gespielt und in einem Forum habe ich gelesen, Ken hat auch rechter Verteidiger gespielt, aber er Das kann war sich nicht mehr nicht, daran erinnern. das, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber das war auch kein Success. Kein Success. So wie Kein gesagt, bin Erfolg. ich ein bisschen zu langsam. Ja, zu langsam ist nicht gut, nicht schnell genug. Ja. Haching bist du ja dann wieder eingewechselt worden. Das Comeback, 1 Minute, 2 Ballkontakte und davon gleich eine Vorlage. Einstand nach Maß, ne? Ja, und dann habe ich es auch gesagt, dann muss man überlegen, was ich in 90 Minuten machen kann. Richtig. Also, Was du dazu in der Lage bist. ja. Wobei die Vorlage sah so ein bisschen nach Abseits aus. So ein ganz bisschen. Hast du nicht, konntest du nicht so sehen. Ich konnte es nicht sehen und Ja. Tor ist Tor. Ja. Und du hast, glaube ich, auch gesagt, es sollte eigentlich gar keine Vorlage werden, Nee, ich wollte ursprünglich. eigentlich schießen. Du wolltest eigentlich schießen. 45 Meter. Ja, weil Torwart war am Boden. Und dann habe ich in halbe Sekunde überlegt, wenn ich das jetzt mache und ich treff das Tor nicht, dann wird der Trainer ein bisschen verrückt und das brauche ich nicht. Ja, aber wenn es gewesen wäre, das wäre ein Fußballmärchen gewesen, ne? Ja, Aber aber war ja auch jetzt das auch Tor gut. dann. Ja, so ist auch gut. Gegen Heidenheim durftest du ja dann 26 Minuten schon ran. Leider ja dann mit einer Nullnummer für uns. Wir waren alle etwas enttäuscht und auch dein Freund Johann kam vom Platz und sagte nur: Scheiße. Ja, er kann nur zwei Wörter sagen. Das ist, das ist entweder scheiße oder überragend. Also. Ja, man muss die Wahrheit sagen. Das zeichnen wir auf. Nächste Woche habe ich Johann hier. Das spielen wir ihm dann nochmal ein. Oh. Du hast überragend, sagt er wirklich häufig. Hast du recht. Habe ich ihm auch oftmals Hast du ihm gesagt. beigebracht, Ja, ja. nee, habe ich ihm oftmals gesagt, Johann, weißt du, wie viel du überragend? Und er sagt, nein, eigentlich sage ich das nicht so oft, aber Scheiße, sage ich das so oft? Ja. ja, Nein. es ist nicht überragend. Okay. Wie man nur gegen Heidenheim gesehen hat, aber du schonst dich nicht, also du hast auch keine Angst, du gehst da also volle Granate auch mit dem Bein rein, also keinen Platz für Angst in irgendeiner Form. Nee, nee, wenn ich Angst Hättest? hättest oder habe, dann brauch ich auch nicht mehr Fußball spielen. Dann meine Charakter ist Zweikämpfe gewinnen und in die Zweikämpfe gehen. Und wenn ich das schonen soll, dann brauche ich auch nicht mehr auf dem Platz stehen. Johann kann nur 2 Worte schon. Aber wenn wir jetzt am Sonntag Ich nehme mich ein gegen. Dings, oder? Hier glaube ich gegessen da. Nee, dann mach erstmal die. Du kennst dich mit Trüffeln besser aus, wie die hier in irgendeiner Form ausgehen. Bist ja Das Trüffelspezialist geht da. nur im Mund. Ach so. Also, das ist Du, Schokolade. man findet die auch gar nicht. Ich habe losgeschickt, alle Leute sagen, wo gibt es belgische Trüffel? Die gibt es eigentlich gar nicht. Die sind schwer zu kriegen hier. Ne? Das weiß ich nicht. Weißt du Das auch nicht. weiß ich nicht. So, nur probier mal, ob die gut sind hier. Man muss das trennen.
Ne? Und danach sollst du die Wahrheit sagen. Ist da eigentlich Alkohol drin? Nee. Normal nicht. Ja. Ja, gut. Also da ist nichts drin. Ja, wenn wir jetzt gegen Regensburg spielen, da wollen wir schon gewinnen. Ja. Ja. Ne? Also wir wollen gerne gewinnen, ja. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, dann deswegen wir auch in Regensburg. Jedes Spiel gewinnen. Und auch in Regensburg und vielleicht ja mit dem Ken Lehmanns von Anfang an, wenn der Trainer da eine Eingebung hat. Ja, also gerne. Du ja. bist bereit. Ich bin bereit, dafür. Ich bin fit, also weil Trainer kann mich immer. Weil der Kader ist ja jetzt wieder voll. Ich glaube, sind alle Mann an Bord. Ne? David hat irgendwie heute ausgesetzt. Ja, aber der ist auch zurück. Mucki kommt auch zurück. Leo, weiß ich das nicht. Noch das so ist noch ein bisschen Fragezeichen. Aber ich glaube, kann. Also dann sind alle Mann an Deck. Ja, eigentlich sind alle da. Und dann sind die Plätze teuer. Die Plätze sind da wirklich teuer, richtig. Thema Schiedsrichter, bevor wir das nochmal erörtern, ist nochmal den Trüffel, da brauche ich ein paar ehrliche Antworten dann. bei einem Spiel in dieser Saison, nach dem Spiel, ich sage jetzt mal nicht welches, sonst kriegen wir vielleicht Ärger, kommt Ken Lehmanns an mir vorbei, Hand gehoben und sagt, das ist ein Kaffeehaus-Schiedsrichter. Und da war wieder der Vulkan Ken Lehmanns, der gerade beim Ausbruch war. Ja, stimmt auch. Sind ja. Kaffeehaus-Schiedsrichter ist in Holland oder Belgien ein Schiedsrichter, der pfeift Kaffeemannschaften. Freizeitfußball. Ja. Ah ja, okay. Also Kaffee in Belgien und Holland sind das Kneipe. Kneipenschiri. Okay. Kneipenschiri. Nächste Mal sage ich das so. Ja. Aber vergiss nicht, was du nach deiner roten Karte wegen Meckerns gegen Karlsruhe versprochen hast. Das passiert mir nie wieder auf dem Platz, hast du gesagt. Deswegen habe ich jetzt neben dem Platz gesagt. Also. Gut. Aber denk bitte auch dran, wenn du gegen Regensburg auf dem Feld bist, ja, und wir kriegen 3 rote Karten und 4 Elfmeter gegen uns, ganz relaxed und entspannt. Ja, du bist nicht dabei, aber trotzdem ganz entspannt die Sache angeht. Wird schwer, aber. Ne? Ja. Keine rote Karte wegen Meckerns. So, Ken, du bist du ja mit 31 schon im gesetzteren Fußballalter. Ja. Wie geht's nach der Saison mit dir weiter? Du hast mal gesagt, ich habe mal gelesen, du bist ein treuer Spieler. Du würdest dich als treuen Spieler bezeichnen. Ja, also ich habe es oft gesagt, in meiner 12-jährigen Karriere habe ich nur für 3 Vereine gespielt. Also ich bin nicht der Spieler, der jedes Jahr oder jede 2 Jahre gerne weggeht und andere Vereine sucht. Also mein Vertrag läuft aus und ich warte ab. Das ist... Das ist so der Stand. Aber das ist so im Fußball allgemein. Man muss abwarten, was passiert hier, was die Ergebnisse machen und was Vorstand will, was der Trainer will. Also so geht das im Fußball. Viele Profifußballer sagen ja, auch ich möchte erst noch mal ein paar Jahre Fußball spielen und dann schauen wir mal weiter. Hast du schon so einen Plan für nach der Profikarriere? Ich habe hier Andi Reinke gehört. Ich glaube, ich mache auch Bauen. Na, vielleicht brauchst du ja keinen eigenen, sondern wenn er weiterhin Co-Trainer machen will, braucht er jemanden, der den Hof bewirtschaftet. Ja, das ja, heißt. Aber ich bin teurer Bewirtschafter da. Na, ich koste viel Geld. Könnte man ja dann verhandeln. Nee, ich habe Angebot bekommen von meinem Berater, ob ich für seine Agentur arbeiten will. Und dann in Belgien Talenten scouten und eigentlich begleiten vom Talent. Ich würde auch gerne mal meinen Trainerdiploma holen, aber dann eigentlich nur für die Jugendmannschaften, weil Haupt- oder Cheftrainer von meiner ersten Mannschaft, das finde ich auf diesem Moment noch schwer. Musst du schwere Entscheidungen treffen und alles und unzufriedene Leute und das brauche ich nicht. Ist kein so einfacher Job, das stimmt schon. In Venlo hast du ja 2007 bis 2012, bevor du hier zu uns gewechselt hast, auch bist 5 Jahre gespielt. Ist es auch eine Option, dahin zurückzukehren für dich vielleicht? In diesen Verein? Ja, sicher. Also wir haben unsere Hauptwohnung da in Venlo und es ist immer eine Option.
Damals, wenn ich da gespielt habe, habe ich auch das Angebot bekommen, weil die wollen gern ein neues Stadion bauen und der Verein will größer werden und dann brauchen die Leute für Sponsoren zu werben und mit der Jugend, dass die höherklassiger spielen sollen. Und ja, das finde ich auch cool. Also Auch das ist in gerne. ein paar Jahren vielleicht so Ja, denkbar. paar Jahren, Hast du nichts, denn nicht für jetzt. ein gutes Verhältnis zu Hai Berden, dem Präsident? Ja, damals ja. Und sind ein paar Sachen passiert und ja, brauche ich nicht weiter drüber reden, Weil aber der ist aber, weil ja, der ist der Chef. was ich auch ungewöhnlich fand, er ist nicht nur Präsident, er ist auch Hauptsponsor des Vereins. Also der ist der Mann, der das Geld hat da. Er hat richtig viel Geld, weil in Holland kommt jedes Jahr so ein Buch mit den 500 reichsten Leuten in Holland und der steht immer drinnen. Also Wenn man da sich machst du das gut. gut versteht, dann läuft's Dann gut, ne? geht alles Ja. gut. Dein ehemaliger Trainer, wie hieß er? Ton Lockhoff, Ja. da, der ist jetzt zu Huub Stevens gewechselt, nach Saloniki, ne? Ja, Also da weil sind auch die. er war damals in Salzburg auch der Co-Trainer vom Hüb. Und ja, Ach, daher. ich darf Hüb sagen. Ja. Und Dürfen nicht viele, ja? nö, aber Weil er ich. möchte mit Herrn Stevens sonst angeredet werden, ja, von den Ja, Spielern? Trainer. In Holland Trainer. ist Trainer. Ja, Okay. aber wir sind einmal vom Dortmund her geflogen mit Roda und dann war Hüb unser Trainer, Cheftrainer. Und wir mussten alle durch Zoll laufen und Herr Stevens aus seiner Karriere bei Schalke und Hertha, oh, Herr Stevens, kommen Sie bitte und nicht durch die Zoll und in VIP-Raum und ja, in Deutschland ist er richtig großer Name. Ja. Das haben wir gemerkt. Und warum darfst du jetzt Hüb sagen? Habt ihr mal Brüderschaft getrunken? Sein Sohn ist mein Berater. Ja, okay, alles klar. Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Ich sage, Belgien wird Weltmeister. Ja, deswegen holen wir auch keine Medaille heute oder jetzt auf die Winterolympics. Wir fokussieren uns auf WM-Fußball. Kann man auch so sagen. Wobei auch Belgier und Wintersport, also ich kenne spontan keinen Belgier, der irgendwie auf Skiern oder Eiskunstläufer ist oder irgendwie so. Gibt es Wintersportler bei euch, ja? Ja, und auch Belgier, nicht exportierte Leute oder wie heißt das? Importierte Eingewanderte. Leute, aber heimische Leute, die machen auch Eisschnelllaufen, aber die Holländer sind momentan ganz oben dabei. Deutlich besser. Na, Ja. und die Belgier, die vorne mit bei sind, auch wenn du sagst, Einheimische sind eigentlich eingewanderte Schweden, so mal ursprünglich oder trainieren da, oder? Nee, sind Belgier, aber die würden trainiert durch Holländer. Also immer Also, diese Connection, die da ist. ja. Wenn bei der, deine Frau ist ja Holländerin, wenn bei der Fußball-WM nun im Halbfinale Holland auf Belgien trifft, was passiert dann im Hause Lehmanns? Oh. Dann geht's ab. Da musst du dich dann Dann zurück. keine Freundschaft mehr. Keine Freundschaft mehr und ja, gut, würde ich dann gerne sehen, Ja. wer dann im Finale auf Deutschland trifft. Letztlich. Aber die Belgier haben ja nun, Belgier. aber die Belgier haben ja wirklich eine gute Mannschaft. Sind ja sowas wie ein Geheimfavorit, ne? Jetzt mal Ja, ohne. Geheimfavorit. Nee, das ist, ich glaube, wieder das erste Mal in 12 Jahren oder so oder 16 Jahren, dass wir wieder dabei sind in WM. Und wir haben deswegen auch wenig Erfahrung mit solchen großen Turnieren. Und wir haben eine gute Mannschaft, eine junge Mannschaft, aber kann immer etwas passieren. Bist du eigentlich selber so ein bisschen traurig, dass es für dich nie für eine A-Nationalmannschaft gereicht hat, oder war das eigentlich nie so dein Wieso Traum? gereicht hat? Er kann mich immer noch anrufen. Ich habe meine Karriere noch nicht beendet. Ja, hast du völlig recht. Also hast mich jetzt erwischt. Das Ja, stimmt. Also der immer, Zug, immer Traumen haben. der Kader für Brasilien kann Ist noch, noch nicht bekannt, ist noch. also. Kann noch der Anruf kommen. Nicht schlecht, dann drücke ich dir da die Daumen. Aber so ein bisschen früher dran geschnuppert an dieser, hast du ja, du hast ein U20 Nationalmannschaftsspiel gemacht. Zumindest steht das in. Offizielles, ja. Ein offizielles Spiel Gibt es und da noch? dann Freundschaftsspiele, ja. Und dieses offiziell, ich habe nicht gefunden, welches das war. Was war das? Weißt du das noch? Gegen Tschechei.
Tschechei heißt es. Ja. Ja. Und du hast dann aber kein weiteres gemacht. Wie kam das? Rote Karte ja, oder? Nee. Dann bin ich verheiratet mit Holländern und dann haben die gesagt, nein, geht. Nee, Ausschlusskriterium. Nee, nee. Oh. Nee, damals habe ich noch eigentlich meine ersten 6 Monate von meiner Profikarriere habe ich in Belgien gespielt und dann ist der Verein insolvenz gegangen, in Insolvenz, mhm. oder ja. Und dann bin ich eigentlich gewechselt nach Holland und war da ausgeliehen in die zweite Liga in Holland und eigentlich für die Jugendmannschaften gucken die, die Scouts vom Nationalmannschaft gucken kaum in die zweite Liga in Holland. Okay. Oder allgemein in eine zweite oder dritte Liga. Gut. Gut, das aber ist mein Pech. Ja, aber ansonsten war ich vielleicht dabei in Brasilien. Ja, ja gut. Aber es ist mir zu warm da. Ja, hier ist besser. Ja, du hast ja gesagt, der Zug ist noch nicht abgefahren, also wir können ja dann noch hoffen. Ken, in Vorbereitung auf das Interview heute und eigentlich schon auf das Einstandsinterview damals, habe ich bei YouTube einen Videobeitrag gefunden, der über 100.000 Mal mit deiner Mitwirkung angeklickt wurde. 99.000 Mal ich. Mag auch sein. Auf jeden Fall fand ich das so herausragend. Ich habe ihn nicht verstanden, weil es nicht in unserer Sprache ist. Ich würde gerne mal mit dir den anschauen und du erzählst uns dann hinterher, was da ihr eigentlich gesprochen habt. Meine eigene Wörter. In deiner Übersetzung bitte. Du kannst uns ja erzählen, was du willst. Das bist du ja. Das ist ein Haar. Rustig dat we gaan zo meteen zijn eerste profcontact tekenen. Hij heeft zojuist al de eerste proeftraining met Ken doorstaan. Dus dat gaat er vandaag gebeuren. Ja, het is natuurlijk allemaal een beetje met een knipoog, maar hopen papa en mama stiekem dat er later een grote voetballer wordt dan hier in de kool gaat spelen. Kijk, als tellige uit sportfamilies en allebei met een voetbalhart, hoop je natuurlijk dat hij profvoetballer wordt. Maar ja, dat is echt geen doel op zich. We zijn anderhalf jaar met hem onderweg en hoe het over 10 of 12 jaar uitziet, dat zien we dan wel weer. Ja, zo meteen gaat hij een contract tekenen. Heb je nog een tip voor hem? Ja, een goede zaakwaarnemer regelen. En ik bij deze hou ik me aan bijvoorbeeld. Jong. We zijn enorm blij als VVV dat we zo'n jong toptalent al heel vroeg aan ons hebben kunnen binden. Dat past ook wel bij VVV, hè? Jonge talenten uit de regio vroeg gehouden. Pressconferentie. Maar ja, deze jongen overtreft werkelijk alles. We hebben hem afgelopen week een paar keer gezien en een paar keer gescout. En als je ziet wat Beer al met een bal kan doen. Want dat is niet. Nicht gestellt. Geschnitten oder ja. Anderthalb Jahre alt. We zijn heel blij om vandaag bekend te kunnen maken als VVV dat Beer een contract tekent bij VVV. We gaan nu dat contract tekenen, Beer. Mag ik jou vragen om een handtekening te zetten met jouw vader? Also, worum geht's da in dem Video? Baby, anderthalb Jahre alt. Man hat gesehen, dass er dreimal diese Ball in die Kiste geschossen hat. Und dann, die Eltern sind gute Freunde von mir und meiner Frau. Und mein alter Verein Venlo hat er eingeladen, weil das war so sensationell, so oft mal angeschaut auf YouTube. Und dann waren die jüngste Spieler eigentlich, die einen Profivertrag unterschrieben hat. Also es war wirklich, er hat den Vertrag unterschrieben. Ja. Sein erster Profivertrag. Ja. Und dann hat man mich gefragt, was hast du einen Tipp für diese Baby, für okay. den Baby oder für die Eltern? Und dann habe ich gesagt, ja, such einen guten Berater. Und dann habe ich gesagt, ich gebe nach Sendung meine Nummer. Ah, das ist deswegen sagst du, willst Berater werden. Was ist aus dem Jungen geworden? Spielt Basketball. Nee. Fünf oder sechs Jahre alt. Und spielt immer noch gerne Fußball. Also ich habe ihm noch mit meiner Verletzung, wenn ich 2 Monate in Holland gewesen bin, habe ich ihn noch gesehen und ist immer noch überragender Fußballspieler. Ja, also könnte ja so dein erster Klient für später dann werden. Da hast du ja von klein auf hast ihn dann mitbetreut. Ja, ne? Habe Belgier und Kinder, da musst du aufpassen. Das ist immer gefährlich. Nein, nein, Schluss. Nein, Schluss jetzt. Das wollen wir nicht weiter thematisieren. Wobei ich zu Anfang dachte, als ich das erste Mal gesehen habe, von der Frisur her und von venezianisch blond, dass es dein Sohn sein könnte. Ne, die Frisur und die Haarfarbe war ähnlich da.
Ja, aber... Ja. Ist nicht so, nein. Ist nicht mein Sohn. Gut, okay. Okay, Ken, vielen Dank, dass du dir hier Zeit genommen hast. Ich denke, es war für alle sehr lustig und sehr aufschlussreich. Bevor wir hier aber uns gleich noch auch mit dem Publikum zusammen über die restlichen belgischen Trüffel machen, wollte ich nochmal sagen, Respekt und Anerkennung, dass du so gekämpft hast und zurückgekommen bist, und Respekt auch dafür, dass du deinen Humor dabei nicht verloren hast. Und als Erinnerung und als in Anlehnung an den Leitspruch von Barack Obama haben wir auch ein Shirt für dich kreiert, was uns alle immer daran erinnern soll, dass man mit harter Arbeit alles erreichen kann im Leben. Ja. Und aber ich denke, das kostet eine gelbe Karte im Spiel, wenn ich das zeige. Also. Aber ist nicht rot. Ne, also ja, aber man weiß nicht, was ich... Ja, zweite gelbe Karte vielleicht. Aber stell dir vor, Siegtor in Regensburg und du hast das drunter und zeigst das in die Kamera. Ne? Yes, ja. We can. Ja. Dabei. Aber dann hoffentlich nicht 2 Minuten später zweite gelbe Karte. ist dann auch egal. Super. Okay, dieses erste, das werden wir jetzt gleich noch, davon gibt es noch 2, eins kriegst du dann natürlich, das lassen wir von dir jetzt signieren. Gibt eine schöne Aktion, auf die ich zum Schluss nochmal hinweisen will, Hand in Hand für Hansa, eine tolle Aktion von ein paar verrückten Hansa-Fans, die sehr viel Geld für unseren Verein einwerben. Da kommt das erste Exemplar hin zur Versteigerung, das zweite kriegst du dann. Für uns war es das hier. Vielen Dank an alle, die hier heute hergekommen sind, mit dabei gewesen sind. Vielen Dank an alle, die zu Hause hier zugeschaut haben. Ich hoffe auch, beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei, wenn es heißt Hansa im Team Live Talk aus dem Fanhaus. Ja, mit Johann. Mit Johann. Auf jeden Fall. Bis dahin. Ahoi nach Hause. Danke. Stark. Ah.